Hallo miteinander, ich hoffe, es geht euch gut. Heute machen wir ein neues Training, und zwar das Mal für die Rückenmuskulatur und Armmuskulatur. Wir machen Intervall von 30 Sekunden, 30 Sekunden Übung, kurze Pause, 30 Sekunden Übung, Pause. Wir machen es wie das letzte Mal im Bauchtraining, dass wir zuerst eine einfachere Version von den Übungen machen und nachher im zweiten Schritt ein bisschen eine schwierigere Version. Material braucht ihr eigentlich keine, außer wie immer eine Turnmatte. Wenn ihr wollt und es euch noch etwas schwerer machen wollt, könnt ihr entweder zwei kleine PET-Flaschen nehmen oder zwei Hände. Es geht aber auch ganz ohne Zusatzmaterial. Gut, die erste Übung ist im Kniestand. Ihr nehmt die Hände so vor den Oberkörper, geht mit runden Rücken runter und kommt wieder gerade rauf. Rund runter und rauf. Ich zeige es noch ein bisschen mehr von der Seite. Ihr macht einen runden Rücken und streckt euch wieder. Macht euch bereit, 30 Sekunden laufen. Runden Rücken, strecken. Runden Rücken, strecken. Genau, beim Abgehen einschnaufen, ausschnaufen beim Aufkommen. Ihr solltet merken, wie es rechts und links von der Wirbelsäule ein wenig zieht. Und 30 Sekunden sind um. Ganz eine kurze Pause. Der zweite Durchgang ist fast genau gleich. Ihr nehmt das mal aber die Hände hier rauf. An die Ohren. Gut. Leicht mit dem Gesäß hinten runter. Runden Rücken strecken. Einschnaufen, ausschnaufen. Und stopp. Kurze Pause, ihr könnt den Rücken etwas lang machen, hinten auf die Füße sitzen. Zwei, drei Mal gut durchschnaufen. Die nächste Übung ist für die Armmuskulatur und die Schultermuskulatur. Wir machen eine Art von Liegestütz, und zwar Schulterliegestütz quasi. Ihr geht schön breit auf die Matte. Das Gesäß nehmen wir rauf. Und jetzt geht ihr mit der Stirn Richtung Boden und wieder rauf. Richtung Boden und wieder rauf. Auch das machen wir während 30 Sekunden. Zeit läuft. Ab jetzt, als müsst ihr mit der Stirn den Boden berühren. Kurz vorher wieder kehren. Und Pause. Gut, durchschnaufen. Wenn jemand das schon sehr streng ist und jetzt nicht noch eine strengere Version mag, dann kann er das gleiche nochmal machen. Stütz auf den Knie und so Richtung Boden und wieder rauf. Die andere Version wäre so, ihr geht in diese Position, in Stütz, lupft das Gesäß nach oben, runter und wieder zurück mit dem Becken. Das Becken hoch, Schulter Richtung Boden und zurück. Genau, auch das während 30 Sekunden. Zeit läuft. Gesäß rauf, Stirn Richtung Boden, Gesäß runter. Gesäß rauf, Stirn zum Boden, zurück. Zurück. Und stopp. Sehr gut. Kurze Pause. Einen Schluck trinken, wenn ihr wollt. Als nächstes kommt die klassische Übung für den unteren Rücken. Das sind Supermans. Das heisst, ihr geht auf den Bauch.
schön bequem anliegen. Arme nach vorne strecken, aufkommen, Ellenbogen nach hinten ziehen. Strecken, aufkommen. 30 Sekunden. Je weiter auf das ihr kommt, umso mehr geht es an den unteren Rücken. Probiert einzuschnaufen, wenn ihr euch lang macht, ausschnaufen, wenn ihr mit den Ellenbogen hinten kommt. Die letzte. Und stopp. Ganz schnell auf dem Boden liegen geblieben. Bewusst gut im Bauch aber ein- und ausschnaufen. Wenn ihr es genug streng gefunden habt, macht ihr die gleiche Übung noch einmal. Sonst nehmen wir die Ellenbogen an die Ohren und ihr wieder einmal rechts, einmal links. Bleibt die ganzen 30 Sekunden mit dem Oberkörper weg von der Matte. Gut. Zeit läuft. Aufkommt, einmal rechts, aber Ellenbogen einmal linke antippen. Probieren die Füße ruhig auf der Matte liegen zu lassen. Und Pause. Gut durchschnaufen. Gut. Die nächste Übung sind breite Liegestütze. Dann macht die Liegestütze als erste Variante auf den Knie. Ihr habt die Hände schön unter den Schultern, ein bisschen breiter. Geht mit der Stirn Richtung Boden und kommt wieder rauf. Die Schultern, die Hüfte und die Knie sind auf einer Linie. Das mal ist es nicht da hinten, wie bei der ersten Übung, sondern ihr habt es da vorne. Gut. Bringt euch in die Position. 30 Sekunden laufen. Bauchkörbe schön zu den Wirbelsäulen ziehen, dass sie schön stabil sind. Diese Art von Liegestütz trainiert die Brustmuskulatur und den hinteren Oberarm. Auch hier einschnaufen, wenn ihr runtergeht, ausschnaufen beim Aufkommen. Und Pause. Die nächste Variante wird ein bisschen strenger. Entweder machen wir nochmal genau die, sonst gehen wir auf den Boden und hoch. Auf den Boden, hoch. Ihr könnt es natürlich auch mit genau das gleiche machen auf den Knie. Also die gleiche Liegestütze machen wie vorher, aber bis ganz auf den Boden gehen und euch dann wieder aufstoßen. Gut. In Position. Und los geht's. Wenn es streng wird, auf die Knie wechseln. Kommen die letzten paar Sekunden. Und stopp. Oh, streng sein. Kurze Pause. Gut. Wir wechseln auf die Knie. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, Fläschchen nehmen oder Handeln. Ich habe jetzt zwei Handeln, mal schauen, wie lange ich es mit denen mache. Und zwar tun wir 30 Sekunden, relativ simpel. Wir kommen auf die Knie, nehmen die Arme auf die Seite und wir machen Kreisli nach hinten. 30 Sekunden laufen ab jetzt. Ihr dürft, wie gesagt, entweder mit Pitfläschchen, mit Handeln oder ohne Zusatzgewicht machen. Schauen, dass die Oberkörper schön stabil sind. Arme schön auf die Seite behalten.
Wir machen von dieser Übung keine einfachere Version, sondern wir machen die nächsten 30 Sekunden nachher genau die gleiche Übung nochmal, aber mit der Rille auf die andere Seite nach vorne. 30 Sekunden sind um, kurze Pause, Arme lockern, dann wieder hochkommen und in die andere Richtung drüben. Die Arme bleiben schön gestreckt. Gut schnaufen, am Anfang wird es relativ ring, aber es wird dann schnell recht streng. So schlägt ihr einfach Pettfläschchen am Boden und macht ohne weiter. Und stopp. Kurze Pause. Schlechte Nachricht. Wir machen noch 30 Sekunden eine Variante von dieser Übung. Dann lasse ich auch die Hände weg. Wir gehen wieder die Seite, die Arme. Wir gehen wieder in die Kniestütze, die Arme auf die Seite und schwanken auf und ab. Gut, noch 30 Sekunden. Schön auf und ab wie ein Vogel. Schnelle Bewegungen. Oh, dann ist ja noch vorne eine Handlung, die kommt so jetzt relativ einfach vor. Das ist jetzt alles für die Schultermuskulatur. So, noch die letzten paar Sekunden. Und stopp. Sehr gut, die Schulter schnell ein bisschen kreisen. Wieder ein bisschen lockern. Jetzt machen wir eine statische Übung. Ihr geht noch in den Unterarmstütz. Nehmt das Gesäß schön weit auf. Und wir bleiben einfach 30 Sekunden lang in dieser Position. Gut. Gesäß rauflegen. Schön hinausstrecken. Die Arme sind gestreckt. Das Brustbein möglichst wieder zu den Matten ziehen. Und so bleiben. Schnaufen. Den Rücken richtig schön durchstrecken. 30 Sekunden werden rum, wir bleiben aber noch 10. Die letzten 5, 4, 3, 2 und stopp. Gut. Als nächstes könnt ihr entweder wieder die Hand nehmen. Oder ihr macht jetzt ohne etwas. Ihr kommt wieder in so einen Halbkniestand. Also das Gesäß nicht ganz unten, aber auch nicht ganz oben, sondern etwas in der Mitte. Lehnt mit dem geraden Rücken nach vorne. Und wir ziehen die beiden Arme in kleinen Bewegungen hinten. Das ist jetzt wirklich für den hinteren Oberarmmuskel. Das ist der linke Arm. Also gegen den linken Arm hilft die Übung. Ich hoffe, das motiviert euch. Also das Gesäß leicht nach hinten, Oberkörper schön gerade nach vorne und jetzt beide Arme nach hinten ziehen. Dreimal abflogen helfen. Also jetzt rauf, beide Arme parallel nach hinten ziehen. Schnaufen nicht vergessen dabei. Wirbelsäule schön lang machen. Ziehen, ziehen, ziehen. Kommt. Ein bisschen auf die Zehen weisen. Und die letzten 2. Kurze Pause. Ihr könnt die Hand gleich in der Hand behalten. Oder ihr könnt es weglegen, wenn es auch schon streng genug war. Jetzt bleiben wir da hinten und ziehen einfach die Hände hinter den Rücken, ein bisschen zueinander und wieder voneinander weg. Ist nochmal wieder genau die gleiche Muskulatur. Gesäß leicht nach oben absinken. Arme nach hinten und jetzt zueinander ziehen. Die Arme schön hinein lassen.
haben wir die letzten paar gut schnaufen, noch ein bisschen weiter rauf mit den Armen. Sicher ohne Händler streng. Und stopp. Als nächstes machen wir die Wangenübung, die vor allem für die Muskulatur ist. Ihr liegt auf die Seite, stützt euch vor der Brust ab mit der einen Hand und ihr stoßt euch auf und geht wieder retour. Aufstoßen, retour. Ist für genau den gleichen Muskel, den wir vorher schon trainiert haben, der hintere Oberarmmuskel. Und wirklich nur mit dem Arm vor dem Körper arbeiten. Der andere kommt einfach mit. Und stopp. Gut, wir wechseln die Seite, den anderen Arm. Schön flach herliegen, Arm positionieren und hoch. Ausschnaufen beim Aufkommen, einschnaufen beim Retour. So kommen die letzten paar. Auf die Zehen beißen. Ziehen Sie durch die 30 Sekunden. Alle haben es geschafft. Und der letzte. Sehr gut. Gut, kurz verschnaufen, einen Schluck trinken, wenn ihr wollt. Dann kommen wir eigentlich schon zu der zweitletzten Übung. Die machen wir wieder in zwei Variationen. Die erste einfache Kniestütz und ihr geht mit dem rechten Arm so neben den Kopf, streckt ihn nach vorne, wieder Ellenbogen Richtung Gesäß und absetzen. Dann den linken Arm, Ellenbogen zum Gesäß, vorne strecken, hinten und absetzen. 30 Sekunden lang die Version. Bauchnabelschützer, Wirbelsäule suchen, schön stabil sein im Rumpf. Und dann hinten, führen, hinten, absetzen. Genau das Gleiche, aber in der Liegestützposition. In diesem Fall gehen wir jetzt wieder in die Liegestützposition, wenn ihr mögt. Sonst nochmal im Knie statt, genau die gleiche wie vorher. 30 Sekunden laufen. Ganz motiviert sind, dürft ihr dafür das Handel nehmen. Voller Energie sind zum Anfang der Woche. Und stopp, sehr gut, geschafft. Letzte Übung, eine, die wir erst mit einmal gemacht haben. Das ist wieder die statische Position auf den Unterarmen. Gesäß zum Himmel. Brustbein richtig sicher ziehen. 30 Sekunden laufen. Gut durchschnaufen nochmal. Weil ich habe noch eine Überraschung zum Schluss. Gut durchschnaufen nochmal. Brustbein richtig Zehen ziehen und zurück auf die Knie. Gut, den Kraftteil haben wir schon mal geschafft. Gratuliere. Wir machen jetzt noch mal zum Schluss einen kleinen Schlusssport, dass wir den Puls noch ein bisschen überbringen und nachher wirklich erschöpft sind. Wenn ihr jetzt aber das Gefühl habt,
Ihr kauft ja übrigens in einer Zwänge gewesen, dann macht einfach das ganze Programm noch einmal durch und ich bin sicher, ihr habt mal Muskelkater. Und sonst würde ich sagen, starten wir jetzt schon mit einer kurzen Zugabe. So, wir starten mit einem 3-minütigen Schlusssport. 3 Minuten sind nicht lang, das heißt, da war ich durch. Und zwar machen wir je 3-mal 1 Minute lang noch eine Ausdauerübung. Und zwar ist das folgende. Ich zeige es euch. Erste Minute machen wir abgewandelte Burpees. Für die, die wissen, was Burpees sind, das ist eigentlich die Position. Ein Liegestütz und dann ein Sprung. Wir machen es aber beckenbodenfreundlich, das heisst, wir gehen auch am Boden, machen einen Liegestütz, stehen auf, gehen wieder ran, Liegestütz und aufstehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten. Achtung, fertig, los, am Boden. Liegestütz, strecken, Boden, Liegestütz, strecken. Schnaufen nicht vergessen, 1 Minute ist es, dann schaffen wir. Wenn dann der Liegestütz zu viel ist, einfach in die Position und wieder strecken. Wichtig, dass wir wirklich mal schön in einer Brettposition sind. Die Minute zieht sich. Und weiter geht's. Und stopp. Sehr gut. Erste Minute haben wir geschafft. Zweite Minute kennen wir für die, die mein vorletztes Workout gemacht haben. Das ist die Übung, die noch auf die Seite gehen, auf die Seite immer schön wechseln. Gut, gar nicht lang ausschnaufen, los geht's. Wenn ihr mit den Händen jedes Mal den Boden berührt, sind ihr sicher genug tief. Auch hier hoch bist du gerade. Nur eine Minute, das schaffen wir. Gut schnaufen. Sehr gut, sehr gut. Kommt. Noch ein bisschen schneller. Schlusssport. Die letzten 10 Sekunden. Noch 3, 2, stopp. Gut. Allerletzte Übung für heute. Wir gehen nochmal in die gute alte Plank-Position und ihr zieht im Wechsel Knie nach vorne. Wenn ihr nicht mehr könnt, einfach im Unterarmstütz bleiben. Los geht's! Bauch schön flach haben. Gut schnaufen. Kommt. Die letzten 45 Sekunden für heute. Wenn ihr könnt, noch ein schneller. Noch 30 Sekunden. Wir hören sie nicht schnaufen. Komm, ich habe 15. Die 10 letzten Sekunden, dann machen wir schnell das Tempo. Und stopp. Sehr gut. Vergesst nicht zu dehnen am Schluss. Dehnt einerseits die Rückenmuskulatur, indem wir schön hineinnehmen gehen. Strecken. Dann auch noch den hinteren Oberarmmuskel dehnen.
in dieser Position. Gut durchschnaufen. Haben wir super gemacht. Vor allem die letzten 3 Minuten Schlusssport haben sie in sich gehabt. Aber es ist doch ein gutes Gefühl, wenn man am Schluss merkt, dass man ein bisschen zu schnaufen gekommen ist. Dann haben wir Seitenwechsel. Andere Oberarmmuskeln dehnen. Ihr dürft auch gerne ein paar Dehnübungen machen zum Schluss. Lasst es euch ein bisschen gut gehen. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Tschüss zusammen.